Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 7 Replayed von I Am Kong. So, ich werde mich einmal kurz wieder mit dazu blenden. Hallo, ich grüße euch recht herzlich. Schön, dass ihr wieder da seid. So, meine Aufnahme, zack, hier umstellen. Ja, und ob ihr es glaubt oder nicht, mir ist tatsächlich ein kleines Malheur passiert. Und zwar habe ich beim Zocken, keine Ahnung, wie das passiert ist, irgendwie, irgendwo aus Versehen auf 1200 irgendwas auf 720, also in 720p umgeschaltet. Jetzt läuft alles wieder in 1080p. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Das erklärt auch, warum der Mittagstisch und alles, was da drauf war, so ein bisschen schwammig aussah. Jetzt sollte alles wieder ein bisschen besser aussehen. So, ich habe mir auch gegönnt. Das hatte ich allerdings nicht mit aufgenommen. Ich habe mir da Psychotonikum reingepfiffen. Und bin nochmal die Wege zurückgelaufen und habe nochmal geguckt und gesammelt. Nichts Dramatisches gefunden. Naja, und ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal ganz normal weiter. Wenn die 1080p-Einstellung auch wirklich so funktioniert. Ich werde es sehen, ansonsten muss ich den ganzen Schrott gleich nochmal machen. Ja, gehen wir erstmal mit dem Messer bewaffnet in den Keller. Ja. Ja, und da sieht man an den Texturen doch schon meiner Meinung nach einen deutlichen Unterschied. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir da diese Verzögerung, dieses Hakeln vom Spiel eintritt. Ja, wie das Ganze dann funktioniert. Dann werden wir hier eventuell bei der Aufnahme massive Bildstörung erleben dürfen. Na, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja. Ich sollte hier wahrscheinlich direkt auf die Wumme umschalten, weil ich bin der festen Überzeugung, dass diese Molten-Dinger, diese Pilzkreaturen, hier nicht sehr lange auf sich warten lassen werden. Wahrscheinlich erschrecke ich mich dann gleich auch noch. Ich habe keine Ahnung, wo der erste aufgetaucht ist. Oder da kommen gleich direkt 12 Stück. Ja, auf jeden Fall für... Nein, komm, immer in die Birne, immer in die Birne. Ja. Ihr seht, man muss ordentlich in den Reim pumpen. Und was ich immer vergesse, immer, ist der hier. Ne, damit kann man eigentlich schon einiges an Schaden abwimmeln. Hallo. Ja, hau du nur. Komm, Arme hochreißen. Nein. Komm, jetzt kannst du dich heilen. Ich hab nichts zum Heilen. Oder? Scheiße, er lebt noch. Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Das kann doch nicht sein. Ja, ja. Schwer angeschlagen. Okay. Ja, wir sind eigentlich schon klinisch tot, ne? Lukas! Ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Ja, du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst.
Ja, ich hoffe im Moment starke Flüssigkeit. Ja, super. Müssen wir dann auch gleich verwenden. Ich will das hier eigentlich gar nicht aufmachen. Also ganz links, ne, hier. Travis. Ja, ich muss die Dinger ja gleich einmal aufmachen. Ein bisschen bereue ich jetzt. Ja, dass ich bereue, man braucht es ja, ne? Man braucht halt viel Munition für diese Molten-Kackteile. Komm. Tamara. So, ich mache erstmal alle auf, in der Hoffnung, dass man noch irgendwo irgendwas findet. William. Ein Handabdruck. Und Lara. Ja, natürlich sind die Dinge alle leer. Das ist natürlich... Ja. Einfach nur, weil ich weiß, dass da gleich wieder einer hinten rauskommt. Da sträube ich mich gerade so ein bisschen. Man braucht... Man braucht es nicht unbedingt, aber es ist an manchen Stellen sinnvoll, wenn man die Shotgun schon hat. Workshop. Ja, da werden wir erst später reinkommen. Da werden wir erst später rein wollen. Immerhin ging die Tür hier auf. Nachladen mal nicht vergessen. Wie gesagt, ich meine, ich bin zwar der Überzeugung, hier werden mich gleich auch die ein oder anderen Überraschungen überraschen. Ah, ein Kraut, ein verstecktes. Karte des Verarbeitungsbereichs. Auch wunderbar. Und jetzt muss ich ganz genau aufpassen, durch welche Türen ich hier gehe. Ja, so wie diese Tür. Ich bin auch da der festen Überzeugung, dass da jemand drin ist. Okay, gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Skorpionschlüssel. Greife ich jetzt auch noch nicht zielstrebig hin, sondern guck erstmal weiter. Ja, ein Schatzfoto. Ja, da hört es sich an, als wenn irgendwas durch irgendwelche Lüftungsschächte krabbeln würde. Oh, ein weiterer Dietrich. Auch den können wir sehr gut gebrauchen. Mehr Kraut. Kraut ist immer gut. Kann man nie genug von haben, sage ich euch. Ja, ich habe den Skorpionschlüssel nicht vergessen. Flüssige Chemikalie. Sehr schön. Naja. Okay, wenn ich mich recht erinnere. Kommen wir hier zwar noch nicht durch. Aber hier haben wir einmal Flintenmunition. Wir haben Psychotonikum und... Schau da! Die nächste Mr. Everywhere-Figur. Im Verarbeitungsbereich. Alles klar. Wie gesagt, Schlangen, Tür, Haus, Schlüssel, links kommen wir noch nicht raus. So, und ich meine, das habe, da erinnere ich mich noch dran.
Wie gesagt, ich will die Spannung hier jetzt zwar nicht kaputt machen. Nö. Aber ich meine, wenn man den Schlüssel genommen hat, ne, dann klatscht hier gleich beim Rausgehen erstmal ein Molten uns vor die Füße. Schön, dass du da bist. Beweg dich doch nicht immer. Ja, das ist bei denen manchmal gar nicht so leicht. Ich meine, die wären gar nicht mal so schwer, wenn die nicht ihre dämliche Ansturmattacke hätten. Ja, wo sie sich auf einmal anfangen, schnell zu bewegen und auf einen zuspüren. Das finde ich irritierend. So. So weit, so gut. Ein bisschen Munition habe ich auf jeden Fall noch oben in der Kiste. Ah ja, da ist die Tür, beziehungsweise da drüben links geht es dann wieder nach oben. Also auf jeden Fall schon mal eine Abkürzung freigemacht. So, um da nachher durchzukommen, braucht man die Shotgun, finde ich zumindest auf normal. Vorher ist es zwar möglich, aber unglaublich schwierig. Ja, und auch hier, wir können zwar jetzt das Ding aufmachen, aber ich bin echt am Überlegen, ob man sich vorher vielleicht die Shotgun holen sollte. Okay, der Vater, der rennt da ja auch noch rum, ne? Soll ich es versuchen? Soll ich es versuchen? Moment, werfen wir erstmal einen Blick hier oben rein. Erste Hilfe, starke Erste Hilfe. Okay, wir können uns zumindest... Ja, wir können uns eine Heilung basteln. Den Hundekopf vom Zerlegungsraum bekommen. Ja, wir haben den Skorpionschlüssel, um die Wumme zu kriegen. Irgendwie glaube ich auch, dass das so geplant ist. Wisst ihr was? So mache ich das auch. Ne, jetzt Scheiß auf Zeit sparen. Ne, ich habe jetzt den Skorpionschlüssel. War doch der Skorpionschlüssel, oder? Geh nach oben. Hol mir die Wumme. Und mit der richtigen Wumme komme ich dann hier unten höchstwahrscheinlich ein bisschen besser durch. Ich habe dafür zwar auch schon Munition gefunden, habe ich ja. Nicht viel, aber ich habe welche gefunden. Ich werde auch vorher nochmal, ne? Jeder Erfolg muss hier dokumentiert werden. Komm, mach mal so. Zack. Und gehen mal nach oben. So, wenn ich mich richtig erinnere. Ach ja, hier ist die Ecke mit der Ladezeit. Skorpionschlüssel. Ja, okay, dann können wir auch, glaube ich, hier. Ich weiß ganz genau, dass da später auch noch einer kommt. Ja, und da haben wir sie dann, ne? Die Nachladezeit, das ist so ärgerlich, ne? So, jetzt ruckelt das und wir rennen dem Vater in die Arme. Papa Baker, Jack. Hieß doch Jack, oder? Okay. Na, guck mal, da haben wir doch noch was. In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Oh. Hier bin ich!
Ja, sehe ich. Verdammt. Ich wollte doch nach oben und nicht hier durch die Ritzen. Obwohl. Moment. Dann ist der Fluchtversuch jetzt nicht komplett für den Arsch. Wir haben doch die das Schatzfoto gefunden. Tada! Steroide! Okay, wofür waren die Steroide eigentlich nochmal gut? Steroide stärken die Muskelkraft enorm und erhöhen die maximale Gesundheit. Wirken dauerhaft. Ja, und damit können wir uns die auch sofort in den Blutkreislauf rammen. Ja, wundervoll. Die maximale Gesundheit ist erhöht. Auch das ist nicht verkehrt, wenn wir gegen diese Molten-Tolten-Dinger da antreten müssen. Und ab durch die Ritze wieder zurück. Bisschen Vorsicht kann nicht schaden. So, wir müssen nämlich nicht hier hinten rein das Gewehr holen. Wir müssen nach oben. Oh, ich kann dich riechen. Ja, ich will aber gar nicht wieder zurück durch die Ritze. Wohin? Dauert nicht mehr lang! Was? Ja. Ich kann natürlich jetzt, ich will weder warten, dass der rausgestürmt kommt, noch will ich reinstürmen und dem direkt in die Arme laufen. Ja. Ja, und ich will mich aber bewegen und so. Komm, lauf, 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 lauf. War so überflüssig, dass wir, ne? Da renne ich natürlich auch genau dahin. Und diese scheiß Ladezeit ist. In den Ladebereich. Ja, haben sie aber auch fies gemacht. Na, jetzt müsste ich mir eigentlich die Heilung reinhauen. Du weißt, dass ich dich finden werde, oder? Und wenn ich dich finde... ist uns halt einer Spaß, ne? Ja, wo ist er? Unten rein. Ethan! Ethan! Ethan!
Hallo? Wie ist es dir ergangen? Wie kann der oben und unten zugleich sein? Der macht es mir gar nicht so leicht, nach oben zu kommen. Nervig. Boah, und dieses Ruppeln, ne? So nervig, ne? Komm, machen wir mal ein bisschen Papa Baker verarschen. Zack. Und durch. Ja, der muss uns ja irgendwann mal aus dem Auge verlieren. Jeden Tag dieselbe Leier. Boah. Jetzt habe ich mich erschreckt. Ich renne aber wie ein Blödmann im Kreis. Ja, hau du nur ab, du. Ich muss da rein. Hier, Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Okay. Baba, Papa, haut ab. Kann ich doch die Zeit nutzen und... hier noch kein Stress. So, rein hier. Kann man die Tür auch wieder zumachen. Schön in Deckung bleiben. Ich habe nicht genug Platz für das Ding. Ist das herrlich. Wo ist mein Kleider, Ethan? Okay, der kommt gleich sowas von hier rein. Ja, komm. Ah. Kann ich eventuell dann noch einen machen? Ich brauche ein bisschen Platz im Inventar. Vielleicht ist er jetzt Verschwendung, aber... So, was kann ich noch Gutes tun? Schießpulver, ja. Schatzfoto. Das hätte ich eigentlich auch weglegen müssen, ne? Jetzt kann ich blöd nach unten gehen, damit ich die Tasche leer machen kann. Liebe Mrs. Baker, wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Es ist schon eine Weile her, seit Sie zu Ihrer Untersuchung gekommen sind. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die Analyse Ihrer Röntgenaufnahmen Was? Ist nicht wahr, oder?
Nein, nicht, ja, steh auf und lauf, du Schlampe. Ja, okay. Ach Gott, ist das bitter. Okay, aber so können wir hier runterhupsen. Ne? Ein bisschen in der Luft stehen bleiben. In diesen Raum reinrennen. Ich glaube, zumindest hier sind wir safe. Ach, ist das bitter, ist das bitter. Ah, ich habe gar keine Munition mehr hier drin gehabt. Schade. War ich der festen Überzeugung. Okay, weg. Mal gefunden, also weg. Der Dietrich. Ja, komm, an geeigneter Stelle. Man wird hier noch lange und oft genug umrennen müssen. Psychotonikum hätte ich eigentlich... Ja, das will ich auch noch nicht nehmen. Das hebe ich mir auch für später auf. Ne? Für zwischendurch werde ich mal wieder sammeln gehen. So, Schießpulver. Ja, schön. Ja, ich will vor dem Speichern eigentlich noch das Gewehr haben. Ich glaube, zwei Plätze dafür braucht man. Ja, das sollte reichen. Bringt ja auch nichts, auf den zu ballern. Glaube ich zumindest. Ich habe es noch nie versucht. Hallo? Howdy. Ey, das sind wichtige Spielsekunden. Oh, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Jetzt lädt er nicht. Danke. Ey, Leute. Das musst du schon besser machen. Ihr seht das schon, komm, der bringt mich irgendwann wegen so einer Ladezeit, bringt er mich um. Der geht mir echt auf den Sack. Gut gemacht, aber der geht mir echt auf den Sack. Okay, wer auf jeden Fall, ich habe es gerade wieder gesehen, wer den Brief zu Ende gelesen will, ne, spult zurück. Zerlegungsraum. Ja, welch wessen Zimmer wird das hier wohl gewesen sein? Ist das Papa Bakers Zimmer direkt hier beim Pool-Billard? Wie konnte der mich überhaupt sehen? Und ist er jetzt weg? Und überhaupt? Fragen über Fragen.
Okay, es muss ich jetzt schaffen, wieder nach unten zu kommen. Hallo? Game Freeze, aber eiskalt. Ja, mich würde ja mal interessieren, das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr am PC dasselbe Problem habt. Ja, also ich sag mal, am PC hier in 1080p Monitorauflösung, alles auf Maximum natürlich. Ja, aber das kann ja nicht sein. Ich meine, alles andere läuft ja super. Ruckelfrei, keine Probleme. Nur wenn man hier an diese Ecken kommt. Wie gesagt, ich habe das bei anderen auch schon beobachtet. Nur nicht ganz so heftig wie bei mir jetzt. Na, ob ihr auch dieses Problem habt, würde mich mal interessieren. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. So. Werden wir mal schauen. So, das ist das defekte Dingelchen. Was? Was soll ich kombinieren? Was soll da hinlegen? Wegwerfen. Will er mich verarschen? So, so weit, so gut. Okay, und dann gehe ich mal dahin, wo Daddy nicht ist. Nämlich hier. Ich wähle... Merkt ihr das? Genau an diesen Ecken. Manchmal schlimmer, manchmal weniger schlimm, aber okay. Bisschen störend, aber... So, wir haben die Wumme. Dann erstmal an die Kiste. Ja, die nimmt natürlich auch fast überhaupt gar keinen Platz weg. Den Skorpionschlüssel, glaube ich, brauchen wir an anderer Ecke nochmal. Das lege ich erstmal weg. Okay, Flintenmunition. Da müsste ich auch erstmal nochmal sammeln gehen. Okay, das werde ich wahrscheinlich dann machen, ne? Psychotonikum, und dann gehe ich alles nochmal der Reihe nach durch. Damit ich gleich im Keller keine Probleme habe. Jetzt heißt es erstmal wieder speichern. Zack, zack, zack. Okay, dann bleibe ich erstmal hier stehen. Gespeichert habe ich. Ja, und wir sehen uns dann gleich im nächsten Part von Resident Evil 7 Biohazard Replayed von I Am Kong. Bis dann.